Spiel 1. Hey Joko und Klaas, ihr gehört jetzt zu den Stinkreichen des Landes und habt schon mal sicher mit Geld so rumgeworfen und dabei gemerkt, dass es gar nicht so weit fliegt. Und ja, darum geht's im nächsten Spiel. Man soll jetzt was werfen, was aber weit fliegen soll. Und weil ihr ja nichts könnt, habe ich ja zusätzlich zu diesem tollen Spiel noch zwei wunderbare Gegner ausgesucht. Wie das genau jetzt läuft, das erklärt euch der Steven. Viel Spaß beim Versagen. Leichtwurf. Vielen herzlichen Dank an Michael Patrick Kelly. Also das erste Spiel heute bei Joko und Klaas gegen ProSieben nennt sich Leichtwurf. Zur Erinnerung nochmal, ProSieben, also die Drecksäcke von ProSieben, stellen die Aufgaben und stellen die Gegner für diese beiden, weil sie natürlich verhindern wollen, dass sie gewinnen. Und wo wir beim Thema Gegner sind, bevor ich euch die Regeln erkläre, für Spiel Nummer 1 stelle ich euch eure Gegner vor. Der erste hat mehr Preise zu Hause als ich, Finger und Zehen an meinen Extremitäten. Und der andere ist einer der lustigsten Menschen auf diesem Planeten. Herzlich willkommen, hier sind Sido und Teddy. Schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Teddy und Sido. So, Jungs, ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Warum habt ihr sofort Ja gesagt, als ihr wusstet, ihr könnt die beiden fertig machen? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir als Sieger vom Platz gehen, schon groß ist, wenn wir einfach nur gegen die antreten. Ja, kommt ihr nicht so gut an, so ein Gag. Sehr gut. Sind alle für euch. Nee, aber ich weiß ja, dass Teddy auf jeden Fall darauf geachtet hat, wo die Stärken und Schwächen liegen. Nenn mal eine Stärke, Teddy, von Joko und Klaas. Boah, das ist schwer. Haben wir Zeit? Oder weil ich muss kurz in mich gehen. Ja, also deswegen. Einmal, wenn die sind, also als Mensch sind die total nett. Ne? Also das sind die Regeln. Dann, ja, Spiel 1 heißt Leichtwurf. Ich mach's nicht leicht. Genau, du kannst ja am Ende nochmal sagen, ob dir da irgendwas eingefallen ist. Also, bei diesem Spiel geht es darum, dass wir herausfinden wollen, welches Team es schafft, besonders leichte Gegenstände möglichst weit zu werfen. Wir spielen Best of Seven. Das heißt, das erste Team, das es schafft, 4 Runden für sich zu entscheiden, gewinnt das erste Spiel. Den Gegenstand gebe ich den Teams jeweils immer direkt vor. Ihr dürft bitte, Sido, Teddy, Joko und Klaas, den Gegenstand, den ihr werfen sollt, worüber freust du dich, verändern. Ich habe nicht so richtig zugehört, weil ich habe das Gefühl, hier ist einer gedopt von uns hier. Du hast so richtig... Oh, Teddy! Hör doch mal auf hier! Nee, es ist wirklich... ich habe zugehört, aber seit Sigi hier drin ist, das habe ich noch nie so gesehen, das ist ja auch sehr sympathisch, du kommst hier rein und du staunst die ganze Zeit. Ja. Du guckst so rum und denkst immer, boah, geil, Lampen. Ja, aber das Spiel heißt ja auch Leichtwurf. Er fühlt sich halt leicht, er hat sich vorbereitet. Sudi. Also, 4 Runden. Sag doch jetzt. Nein, ich hab's ja gesagt. 4 Runden, dann habt ihr das Spiel gewonnen. Ihr dürft den Gegenstand nicht verändern. Er muss genauso geworfen werden, wie ich ihn euch übergebe oder wie ihr euch ihn holt. Dann stellt ihr euch hinter diese Linie, die darf nicht übertreten werden, drauftreten dürft ihr. Und dann werft ihr immer in den Teams. Ihr könnt euch auch entscheiden, Sido, wenn du Bock hast, kannst du alles werfen heute, was du willst. Ja. Ne? Aber ihr könnt es auch abwechselnd machen, genauso aber ihr beide. Ne? Also ob Klaas jetzt zweimal wirft oder Joko oder in der Abwechslung, das ist völlig egal. Die jeweils weiteste Distanz zählt, das heißt den kürzesten Gegenstand nehme ich dann immer weg, um die Möglichkeit habt zu vergleichen. Ja? Also ich sehe da schon so einen Geldschein und ich finde, Sido hat da einen Vorteil, weil der oft früher Fuffis in den Club rumgeworfen hat. Und deswegen ich das so ein bisschen. Wir wollen es sehen. Also, Spiel 1, Leichtwurf. Regeln sind erklärt. Wir haben es gesehen. Der erste Gegenstand, steckt ihn nicht ein, ihr sollt ihn werfen. Sind jeweils 2 50er, Sido und Teddy und Joko und Klaas. Joko und Klaas starten. Nehmt euch gerne die Gegenstand. So sieht ein 50er aus. So sieht ein 50er. Wir die, ewig nicht gesehen. Nein, ihr dürft den Gegenstand nicht verändern. Ihr müsst ihn genauso werfen, wie er dabei euch... Dürfen wir ausprobieren hier? Nee. Ich darf nicht hier mal kurz ausprobieren? Nein.
Der erste Wurf. Hat er doch gerade gesagt, Teddy. Okay. Strange. Aber ihr könnt mal zugucken, was die beiden machen. Also Joko, Klaas, wer von euch wirft zuerst? Oder werft ihr beide? Oder nur einer? Wir müssen beide werfen, richtig? Ihr könnt beide, also ihr müsst beide Geldscheine werfen. Ich werfe. Aber du kannst einen werfen und Joko kann einen werfen. Das heißt, wirf. Nee, ich sag werf. So. Das kommt von Werf. Ihr seid ein Team, denkt dran. Ihr seid ein Team. Ihr seid zusammen. Ihr gehört zusammen. Gut. Weißt du nie. So. Der erste 50er fliegt. Warte mal. Ich muss jetzt wirklich mal konzentrieren. Jetzt einmal. So, mein Leben. Oh, ich sehe es schon. Verkackt. Ich sehe es schon. Verkackt. Schon verkackt. Oh, nicht übertreten. Lass mir liegen. Lass mir liegen. Pass auf. Also, nur mal ganz kurz. Zählt nicht. Der zählt. Also, der ist negativ. Der zählt. Ich lasse den trotzdem. Ich weiß ja nicht, was bei den anderen passiert. Lass mal gucken, nicht, dass ihr weiter nach hinten werft. Aber du darfst jetzt ja noch mal für dein Team werfen. Also, ich nehme ja den, der näher dran liegt, weg. Mal schauen, ob Joko noch weiter nach hinten wirft. Ich finde, das ist nicht so super gut. Nicht übertreten. Nö, ist nicht. Da leuchtet. Nö, ist nicht. Oh. Gut, also den nehme ich weg. Gut. Werft ihr beide, soll jemand... Wir haben uns gerade besprochen. Okay. Gut, ihr habt euch besprochen. Ich würde gerne starten. Ja, du darfst sehr gerne. Alter Abstand. Aber du kannst auch hier... Du kannst sei kurz hier. Wir wissen, was wir tun. Okay. Sigi? Ja? Ihr wisst, was ihr tut. Oh. Nicht übertreten, du bist übergetreten, genau. Sehr gut. Lass mich vor. Seitlicher. Vor, lass mich vor. Seitlicher. Nein, ist gut, lass vor. Stopp, nicht übertreten, Leute. Beug dich nach vorne, ich hab dich. Beug dich nach Angst. Vorne, richtig nach vorne. Ich hab Angst. Ich hab dich. Halt nicht. Ich hab dich. Yes! Yeah! Nein. Sido darf ja noch. Sido darf noch. Ihr könnt euch trotzdem schon mal ein bisschen freuen. Oh, sag mal. Ey, übertreib halt. So, mir Schön, guck mal, ich bin gerade aus Versehen mit meiner. Alter. Mit meiner. Ich bin mit meiner Rückhand an seinem Genital gelandet. Aus Versehen. Tilo. Ich war ein Fuffi. Nee, du hast doch schon einen Fuffi gekriegt. Nee. Sido, du hast einen Fuffi gekriegt. Ich einen Fuffi gekriegt. Ich hab den Fuffi gegeben. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Wo ist der Fuffi? Ich gebe dir noch einen Fuffi, aber den anderen gibst du. Den jetzt, das kriegst du nicht raus aus dem Jungen hier. Kann der noch so also, reich sein? Im Grunde geht es um die Technik. Ja? Ja. Die lernt man in Clubs. Man lernt die in Clubs, ist okay. Ja, und da ist es gar nicht so wichtig, wie weit der geht. Das muss cool aussehen. Also ich nehme das nicht ernst, wenn du nicht Bo dazu sagst. Im Grunde hast du den so und dann machst du... Ah, es sah cool aus. Es sah sehr cool aus. Hey. Gut. Auch wenn das cool aussah, die erste Runde geht an Joko und Klaas. Jetzt. Wir bleiben in der Welt der Clubs. Ihr dürft euch jetzt ein solches kleines Papier. Hütchen, Regenschirmchen nehmen, nicht verändern, es muss so bleiben. Auch das kennt Sido. So. Aber jetzt startet ihr beide. Sido, zeig uns, wie cool wirft man den. Naja. Ach, wir beide starten. Ja, ihr startet jetzt, immer abwechselnd. Wir dürfen den nicht befeuchten, ne? Ihr dürft den nicht befeuchten. Auch wenn die Versuchung groß ist. Befeuchte den normal immer. Oh. So rum wäre ja doof, der so, stoppt ja dann, sehr ne? Dumm, ja. Sehr dumm. So stoppt er aber auch. So können wir das vielleicht auf 3 Runden verkürzen, weil das dauert so unfassbar denn hier, lange, wenn wir jede Runde das warte mal jetzt. Sigi will was sagen. Jetzt ja, kurz alle ruhig. Einfach werfen. Okay, du willst werfen? Wir müssen eigentlich von da werfen, oder? Nö, aber ich sehe ja die Linie. Aber nach da. Ja, also gut. Was war das? Eine Psychose, glaube ich. Klang wie eine Psychose.
Ohne Pusten. Ohne Pusten? Ohne Pusten. Ihr zwei guckt zu und lernt, okay? Mhm. Oh ja. Soll ich die halten? Der ist raus. Gut, also der von Teddy. Teddy liegt dort. Sehr gut. Ich mach den alleine. Kein Problem. Es gibt eine Sache, die da total gut und einfach geht. Und das geht so. Oh! Können wir gleich wegnehmen? Zweite Runde geht an. Hey, warte mal. Stopp. Halt, stopp. Boah, du bist ein Gauner. Hat geworfen, ne? Er hat geworfen, weil einer cool und zack, und dann ist er zurück und dann hat er gesagt, gut, ich mach nochmal neu. Nee, wir hatten ja bereits gewonnen. Wir hatten bereits gewonnen. Jetzt? Ja, hatte. Achso, deswegen hat er das dürfen jetzt. Ja, 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 ich wollte einfach nur wissen, ob ich ihn noch toppen kann. Das war jetzt nochmal ein Ding zwischen uns. Wie oft habt ihr jetzt schon gewonnen? Zweimal. Ui. Geht gut los. Gut, die Karten. Sido und Teddy, die Karten. Schnappt euch die Karten. Ihr wisst schon, dass ihr auf unserer Seite seid, ne? Gut, Junge und Klaas, ihr legt vor. Nimm eine Karte jetzt. Ich nehme eine Karte. Okay, Klaas Wurf da vorne. Und jetzt schauen wir bei Joko. Gut. Also, Klaas Karte liegt da vorne. Hier. Das kann sie gehen. Passt auf da drüben. Zieh die Körper also, ein, dass ihr nachher den Kopf verliert. Wenn du das schaffst, Sigi, dann darfst du die anderen 50 auch noch einstecken. Der war gut, Klausi, der war sehr gut sogar. Ich bin auch. Krass. Teddy, komm. Aber warte mal. Wenn du das von da unten machst, dann kann, hat der nicht mehr so viel Zeit noch. Da runter zu fliegen, stimmt. Hab ich nicht bedacht. In der Mitte, dann würde ich in die Mitte gehen. Darüber am besten. Das ist ja mein Ziel, aber von welcher Höhe? Irgendwo nicht unten. Oben. Da, macht von da. Von oben. Und achte nochmal auf die Linie, Teddy. Die könnte man einen Punkt gebrauchen. Hör da auf. Auch die Runde geht an Joko und Klaas. Wir sind auf unserer Seite. Warte mal, steht da schon 3-0. Ja, genau, also zur Erklärung, das ist jetzt ein Matchball für Joko und Klaas. Jetzt kommt Blättchen. Jetzt freust du dich. Hier, jeder ein Blättchen. Ihr auch? Die, und würde ich sogar sagen, kann Sigi die beide alleine werfen. Ja, logisch. Aber nicht verändern, nicht rollen. Nein? Nee. Nee, die darfst du nicht rollen. Na gut, dann rolle ich die eben nicht. Nee, genau. Hier in der So, ein zweites kriegst du auch noch. Ihr legt vor. Nicht schlecht. Also, sage ich jetzt mal, aber das war auch der erste von vier Würfen. Man kann das halt jetzt nicht sagen. Man weiß ja nicht, wie schwierig oder einfach das ist. Man kann das halt null einschätzen. Ne? Nicht schlecht, sagt er. Ja, ich will dich motivieren. Ja, hat nicht geklappt. Warte, also. Mal, ja? Konzentrier dich jetzt bitte. Er ist privat schlecht drauf jetzt. Ey, setz dir mal nicht unter Druck. Mach du mal ein bisschen Wind so von unten. Wenn ich, okay. Oh, es bewegt sich. Warte mal. Ich stell mich da mal rauf. So, jetzt wedel und dann werfe ich. Warte. Wedel von unten nicht nach und nach unten. Von unten. Ich mach von unten. Jetzt nein, go, Siggi. Mach andersrum. Nach, von oben noch. Zeig mal, wie ich es machen soll. So rumwedeln. Das ist ja zurück, was für so rumwedeln. Ja, damit die Luft nach oben geht. Nee, dann so, wenn dann. Dann geht's auch nach unten. Herzlich willkommen in der Knopf-Hoff-Show, Leute. Halt. Also, ich halte dich fest, komm. Also das war. Das war noch kein Wurf, du hast noch, darfst noch mal. Wollt ihr es noch mal versuchen, das hat ich werf das jetzt. Ja, du, also, das ist ja auch die Aufgabe. Ich finde die Taktik super. Wie du pustest und dann wirfst du. Nein, das ist so eine Art, er will der Luft sagen, was sie gleich zu tun hat. Achso. Du bist die Stimme des Windes. Sigi. Okay, dann,
Also der von Teddy gilt. Der von Teddy gilt. Okay. Ist nicht weiter. Und kommt der auch wieder her. Der kommt ja auch wieder her. Ja, aber war definitiv nicht weiter, habe ich gesehen. Nee, das war noch Teddy. Ja, Teddy ist, ja, ich weiß. So, jetzt Joko. Ich hätte gerne, muss ich werfen oder muss Klaas werfen oder könnte ich auch jemanden anders werfen lassen? Nee. Also, ja. Wir haben noch voll viel Zeit. Wir können das Spiel jetzt entscheiden oder in der nächsten Runde entscheiden. Wie jemand anders? Ja, ich hab jemanden im Publikum. Kann ich mein Mikrofon haben? Kann ich mein Mikrofon haben, bitte? Wo ist deins? Da. Hier, auf der Bank. Okay. Das, der Weltmeister im Blitzchen, mein Freund. Ich glaube, er weiß auch schon, was die Stunde geschlagen hat. Hallo, guten Abend, hallo, guten Abend, hallo, guten Abend, hallo, guten Abend. Hallo, guck mal, wer hier sitzt. Joko. Hi. Hast du Lust mitzukommen? Ja. Wie heißt du wirklich? Kai. Kai. Hallo, Kai. Jetzt ist doch, guck mal, ihr habt alle gekifft. Gott, der arme Mann. Versteht ihr? Oder seh ich das als Einziger? Es wäre jetzt blöd, wenn keiner sagt, dass du... Du was nimm das Mikro gerne. Moin. Darf ich vorstellen, das ist Joko? Hi. Gott. Guck mal. Gott, stehen wir. Hi. Moin. Kai. Das ist Steven. Moin. Moin. Kai, ich glaube, du sollst werfen, du hast die Regel verstanden. Kai, du musst weiter sein als da. Was können wir machen? Soll ich dir irgendwie helfen? Hast du eine Taktik? Ich habe einen langen Hals und einen langen Arm. Ja, das habe ich auch. Soll ich dein Bein halten? Und es hat ja, ihn nicht geht. Weit aber gebracht. Kurz, ist egal, dass die übertreten, ne? Nee, die übertreten ja gerade nicht. Vorhin habe ich nur so berührt. Na, hey, Teddy. Nein, du warst über der Linie. Soll ich, Steven, soll ich du dein bist Bein so halten? Gemein, ey. Ja! Nein! Die Runde geht auf jeden Fall an Sido und an Teddy. Ja, minus mal minus ergibt nicht immer ja, Kai, wir kommen wieder. Sieht gut aus. Lass dir vielen Dank, Kai. Erzählen. Egal, was die anderen sagen, sieht gut aus. Danke, Kai. Habt ihr dasselbe? Wir sehen dasselbe. Ähnlich. Sieht fast gleich aus. Gib mir mal das Mikrofon. Holt euch mal die was nächsten wissen? Gegenstände. Das sind Pro7-Aufkleber. Also, erster Matchball abgewertet, steht 3:1. Der sah nicht aus wie ich? Nee. Hä? Klar sieht so aus wie ich. So, hier. Du bist voll schön. Wir zuerst? Ihr fangt an. Lars und Joko legen vor. Okay. Nee. Werfen, nicht bloß. Ich lass den liegen, weil der ist so schlecht, das möchte ich genießen. Also auch wenn es manchmal so wirkt, das ist keine Veranstaltung zum Mitmachen hier, ne? Das ist eine rhetorische Veranstaltung, wie ein Theaterstück, müssen Sie sich das vorstellen, ja? Beteiligungen sind... Klar ist auch unsympathisch. Gut, also. Du? Ein Witz. Da hast vorne. Ich hab gerade Stress im rechten Flügel. Ach so, ja. Klaas hat es geregelt allerdings. Da hat gerade jemand reingeschrien, ohne dass er gefragt wurde. Hat er gecheckt. Ist alles wieder gebraucht. Okay. Also, hilfst du Sido gerade? Nee, ich habe ihm erklärt, weil er war gerade, ich wollte nicht, dass er die Energie abkriegt, weil es war heikel gerade. Aber es geht, hast du gut gemacht, Klaas. Ja, danke. Lass es einfach, okay? Lass es, okay? Ja, einfach auf eins. Hast nicht eins. Wirfst du als erstes? Ich mach zuerst. Denk dich nicht auf sie. Ich mach das. Warum sagst du, ich mach zuerst und dann machst du zuerst? Ich will einfach gewinnen. Ich hab das Gefühl. Wir werden auch gewinnen, Siggi. Werdet ihr verlieren? Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Oh. Nee. Immer noch der von Joko und Klaas. Habt ihr das bis 9 Meter gemacht? Ja. Wir waren sehr optimistisch. Ja, absolut. Komm, Siggi. Yeah. Oh. Damit ein Matchball nicht abgewehrt. Weit. Und dieses Spiel geht an Joko und Klaas. Na gut, aber gut. Vielen Dank.
Sorry nochmal für den Stress. Ja. So, liebt euch, liebt euch, Teddy. Es war so schön. Na, danke. So. Komm her. Also. Komm her. Komm her. Komm her. Du hast gut mitgemacht. Es war Kopf an Kopf. Und das mit der Linie war richtig scheiße vorhin. Als ich da nicht drüber war und du gesagt hast, ich war drüber. Und dann als der andere Joko da war, als der drüber war, hast du gesagt, herzlichen Dank, Teddy und Sido! Ja.